Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ja, wie eben schon versprochen, ich bin sofort wieder da. Und ihr mit mir hier in der kleinen Grube. Und die Schaufel, die ist jetzt so gut wie hin. Deswegen wechseln wir mal auf die Eiserne hier. Ja, auf die Eiserne. Jetzt gilt es hier nämlich, diesen Unterbau der Mauer zu machen. Und gleichzeitig wollten wir dann hier eine Art Teilchen machen und vielleicht muss ich den sogar überdachen, damit das funktioniert, was ich vorhabe. Denn das soll ja, wie gesagt, ein Angelteich werden. Den kann ich hier auf meinem Schloss, sage ich selber schon Schloss, nein, hier auf meiner Burg gut gebrauchen. Jetzt fehlt nur das Material dafür. Kann ich gut gebrauchen, denn ich angel gerne und das kann ja auch nicht schaden, wenn man das hier dafür nicht weit reisen muss, sondern das hier oben gleich tun kann. Also her mit die Fische. Nee. Das heißt im Grunde auch, dass der Entschluss schon mal gefallen ist, dass das Haupthaus wahrscheinlich eher so von hier angeht. Ah. Ich bin ein bisschen dumm auch. Ja, das habe ich jetzt bisschen verbaselt, habe ich zu viel weggenommen, weil die Mauer muss ja dann noch lang gehen. Kommen wir nochmal zurück. Ich gehe nochmal kurz an die Kisten, gleich gucken, ob da noch Bruchstein drin ist. Ist der Teich halt ein bisschen kleiner, ist ja nicht schlimm. Zum Angeln reicht es dann immer noch. Dann kann ich den auch überdachen, ein bisschen eine Hütte draus machen. Ich habe ganze 6 Erde, ist ja grandios. Hätte ich gleich da hinten bleiben können, weil es schon wieder dunkel wird. Das war jetzt nicht so geschickt, gell? Das ist dann die echte Umrandung. Wird auch ein bisschen lütt. Aber es wird reichen. Na, das schaffe ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Aber es ist keiner da, also insofern. Zu lustiger Musik renne ich zum Bett und da ist es schon zu spät. Dann drehe ich halt wieder um. Ich hoffe, jetzt fängt es nicht an zu schneien hier oben. Ich habe hier extra so alles schön von Schnee befreit. Und mach zumindest das hier noch fertig. Ja. Ich gerade, warum geht denn das nicht mehr? So, und deswegen. Belassen wir es erstmal dabei. So, denn ich muss ja immer noch festlegen, Haupthaus. Wie groß, wohin, wo lang.
Wenn wir jetzt sagen Garten und dann dementsprechend auch vielleicht so ein paar Gartenhäuschen und so weiter hier hinten. Das ist ja bald Sinn, wenn das Haupthaus hier so einen Weg findet, einmal quer rüber und dann so eine, also so ein Durchlass, also dass ich da eine Stelle baue, wo man unter dem Haus drunter durch kann. Um dann in diesen Bereich zu kommen. Wenn wir das jetzt so mit der Umrandung abschließen, wo kommen wir denn dann da hin? Ist ja egal, erstmal, es geht ja hier nur erstmal um zu markieren. Man kann hier noch irgendwas Schönes hin. Vogelkäfig oder einfach nur Gartenbäume oder so ein Mojangs-Schrein, was auch immer. Und hier auch. Und ich glaube, ich habe meinen Entschluss gerade so weit geändert, dass ich sage, wir machen dann Werkstätten doch hier hin. Werkstättenstall. Kommen das hier rein. Dann passt es auch besser mit dem Durchlass. Dann kann ich zwischen Schmiede und Stellen dann hier sozusagen den drunter Durchlauf machen. Und mache das Haupthaus dann tatsächlich dahin. Direkt hier, wenn ich reinkomme. Vielleicht zu Hause bin. Mal kurz hier alles wieder wegnehmen. Und dann geht's hier los, die große Überlegung. Womit fangen wir an? So viel, dass es zu tun gibt. Und vielleicht baue ich mir dann so eine Art große Terrasse hier noch raus oder so. Mal kicken. Na gut, in dem Fall, da es jetzt das Haupthaus wird, kann ich aber auch wieder zwei rausgehen und es größer machen. Das war ja diese Platzsparung war ja gedacht, weil das für diese Werkstätten so groß ist, oder nicht jetzt. Und doch so komme. Geht man Wohnbalkon auch rüber zur Stadthexenwacht und zu den Leuten. Kann ich, wenn ich morgens zu faul bin, runterzugehen, kann ich gleich irgendwelche Ausrufe von da machen. Sowas wie, hey, ihr Bürger da unten, macht nicht so einen Lärm, ich will schlafen, ich habe letzte Nacht gefeiert wie ein Blöder. Nur so, also zum Beispiel, das wäre jetzt so eine mögliche Aussage, die ich da treffen könnte. Könnte natürlich auch ganz andere treffen. Also sowas wie, wohl an, liebe Bürger, lasst es euch gut gehen, euer Zordan. Sowas wäre auch möglich. Ja. Also geht, muss aber nicht. Aber kann man machen.
noch so viel Erde. Ich habe keine Erde mehr hier. Ich brauche ganz viel Erde. Mit anderen Worten, vielleicht sollte ich jetzt einfach mal eine kleine Ressourcentour machen und nochmal ein paar mehr Sachen mitnehmen. Und dann eine gute Spitzhacke. Blemschen können wir ja irgendwo bestimmt noch den Hanggarten stellen, oder? Ist es nicht schön? So, na dann. Das Reisebett schnell wieder geholt. Ach, da war's. Und dann verspreche ich euch, dass es danach dann mal dann wirklich auch hier mit Bauen wieder losgeht. Jetzt haben wir wieder irgendwie so anderthalb Folgen nichts gemacht so richtig. Naja, aber schon mal die Grundrisse entschieden. Das ist auch schon viel wert. Ich dachte, hier kommt ein großer Turm hin. Und hier davor dann wahrscheinlich wirklich nichts. Und, ja genau. Der schnellste Weg nach unten. Führt tatsächlich durch diese Tür da. Jetzt meine ganz, ganz alten Folgen, das ist gleich so in den ersten ein, zwei Wochen gewesen, gesehen hat, der weiß, dass ich damals hier für das Luftschiff einen Anlegeplatz gebaut habe, damit, falls das Luftschiff mal vorbeikommt, es hier anlegen kann. Und weil ich bei den Bauarbeiten abgestürzt bin, habe ich dann hier unten ein Sicherheitswasserbecken geschaffen, damit der Sturz von da oben nicht ganz so weh tut. Toll, oder? So, und jetzt gehen wir mal in eine Ecke, wo ich mal ordentlich Erde und alles mitnehmen kann. Hier zum Beispiel schon mal. Die Fjordheimer Brücke, die den Anschluss nach Falkenstein sichern wird, einst. Ach, am Ende wird das schon ganz schick werden, glaube ich. Dass die Brücke dann so Sandstein, die Mauer so Sandsteineinteile bekommt, das ist ja auch ganz gut zur optischen Abtrennung von den restlichen Wehranlagen. Rüstung, tadellos, Schwert so ein bisschen angeschlagen. Die Spitzhacke, die wird ja besser mit der Zeit, wenn man viel abbaut. Und zwar hier irgendwo waren doch so Grubenhöhlen, genau. Gehen wir erstmal hier rein. Ja, Erde, selbst wenn sie nur Füllmaterial ist, wenn sie einem fehlt, also ja, dann fehlt sie halt einem auch wirklich. Also wenn man sie nicht hat, dann fehlt sie sehr, weil man sie doch für viel mehr braucht, als man denkt. Der hat Behutsamkeit, oder? Kann ich hier den Kies auch wegnehmen?
denke mal, oben werde ich auch wieder Kieswege anlegen. Aber dann halt eben dementsprechend so lang, wie es dann auch gut passt. Bisher sind sie ja noch ziemlich durcheinander da oben. Einfach mal Bruchstein abmetern. Als Höhlentour ist das hier jetzt nicht geplant, aber ne, das ist ja immer so eine Sache. Wer weiß, worauf man noch so stößt. Wir sind hier in einer rustikalen Höhe, wo es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass wir irgendwas treffen. Ist das mal eine Kohle oder sowas? Wenn wir das wollten, auf irgendetwas treffen, dann wir uns hier nach unten bauen. Was war jetzt an dieser? Oh! Nein. Ich will nicht ständig überall Wasser drin haben. Okay, ich habe verstanden. Hier sind überall Teiche. Und ich sollte das mal lassen. Dessen vielleicht einfach mal hier die andere Spitzhacke nehmen und mal ein paar Schritte in die Tiefe gehen und gucken, ob hier noch irgendwas kommt. Weg nehmen wir schön Rohstoffe mit. So gehört sich das. Schön, eine schöne Erdmine. Ungewöhnliche Höhlentour eigentlich, dass ich jetzt gerade auf die Sachen absehe, die man sonst immer aus der Kiste schmeißt, weil sie einem viel zu viel sind. Aber, naja. Wir gucken jetzt mal den Rest dieser Folge noch, ob es uns irgendwo hinführt. Wenn ja, gibt es nächste Woche, nicht nächste Woche, nächste Folge eine Höhlentour. Wenn nein, dann geht's wieder nach oben. So ist der spontane Entschluss. Oh, es geht irgendwo hin. Und zwar in bereits besuchte Höhlenbereiche, wie es aussieht. Hier ist alles hell erleuchtet. Da
Das ist in dieser Gegend unter Hexenmacht natürlich auch nicht überraschend, weil natürlich, ne? Habe ich hier in meinen Gebieten am Anfang immer meine Rohstofftouren gemacht. Und dennoch ist noch nicht alles geplündert. Hier und da durchaus nochmal gucken kann. Und das machen wir einfach beim nächsten Mal, liebe Freunde. Wir durchforsten alte Höhlen auf der Suche nach neuen Rohstoffen. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage, macht es gut, liebe Freunde. Tschüss.